Das neue Jahr steht vor der Tür und ich nutze die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr immer super gerne, um über das alte Jahr zu reflektieren, zu journalen, mir viel Zeit für mich und meine Gedanken zu nehmen, zu überlegen, was ich mir für das neue Jahr wünsche und vornehme und habe mir gedacht, ich will euch dabei gerne mitnehmen. Allerdings werden wir nicht nur über das alte Jahr reflektieren und uns Neujahrsziele nehmen, sondern ich will auch ein bisschen alles neu organisieren, euch auch zeigen, wie ich mich mit Notion und Google Docs organisiere, einfach so ein paar Vorbereitungen treffen nach der ganzen Weihnachtszeit, damit ich gut ins neue Jahr starte und ihr auch. Ich bin kein Verfechter, keine Verfechterin davon, immer all meine Hoffnungen in das neue Jahr zu setzen. Man kann sich das ganze Jahr über neue Ziele setzen, von neuem anfangen und auch ein neuer Mensch werden, wenn man das möchte. Und dazu braucht es weder ein neues Jahr, noch einen neuen Monat, noch einen Montag. Klar, es ist manchmal ganz motivierend, wenn man sich das nach einem Wochenende für den Montag vornimmt, aber man braucht es nicht und schon gar kein neues Jahr, weil das Leben ist viel zu kurz und man hat viel zu wenige Jahre, um immer auf einen Neustart mit dem neuen Jahr zu warten. Heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem nett finde, das neue Jahr als Anlass zu nehmen, mal wieder zu reflektieren. Wir Menschen halten uns ja in vielen Dingen oder in vielen Bereichen an unseren menschengemachten Kalender und Jahreszeiten. Und das hilft natürlich auch, um organisiert zu bleiben, um auch seine Ziele im Blick zu behalten und die Zeitperiode, die man braucht, um diese zu erreichen. Von daher finde ich es auch gar nicht verwerflich, sich im neuen Jahr sogenannte Neujahrsvorsätze oder ich nenne sie eigentlich viel lieber meine Ziele für das neue Jahr zu setzen. Aber versuche dabei eben auch realistisch zu sein. Darum geht es aber später noch mehr. Als allererstes, in meinen Augen, startet man gut in ein neues Jahr, indem man das Alte reflektiert. Um das alte Jahr richtig abzuschließen, finde ich es total hilfreich, ein bisschen zu journalen, meine Erkenntnisse oder Learnings aus dem Jahr festzuhalten, vielleicht auch ein paar positive Momente oder auch negative Situationen und wie ich diese gemeistert habe, vielleicht Erfolge, Ereignisse, die passiert sind, schöne oder auch weniger schöne, wie man damit umgegangen ist und auch zu reflektieren, wie es um meine Ziele, die ich mir für das vorherige Jahr genommen habe, steht, ob ich an denen vielleicht weiterarbeiten will, ob ich vielleicht realisiert habe, dass ich mir dabei zu viel vorgenommen habe oder gar keine Lust hatte, diese umzusetzen, vielleicht auch einige meiner größten Herausforderungen des Jahres, was ich hinter mir lassen möchte und im vergangenen Jahr zurücklassen möchte und natürlich auch, wofür ich ganz besonders dankbar bin. Ich habe die Fragen, die ich dazu gerne beantworte, für euch mal notiert, damit ihr eine gute Übersicht darüber habt und euch vielleicht daran orientieren könnt. Logischerweise beantworte ich nicht alle diese Fragen so richtig intensiv, sondern nur zu denen ich irgendwie was festhalten möchte und gedankenlos werden möchte. Und meistens journey ich tatsächlich auch mehrere Tage, weil ich bin es einfach gar nicht mehr gewohnt, mit der Hand zu schreiben. Ich finde das so anstrengend, Journaling, also wenn man halt wirklich seitenweise schreibt. Und deswegen nehme ich mir dazwischen den Tagen echt immer an mehreren Tagen für Zeit und mache das morgens nach und nach in kleinen Portionen. Für das neue Jahr journalen macht, finde ich, immer noch mal mehr Spaß, als das alte zu reflektieren, weil es einfach so aufregend ist und einem irgendwie Vorfreude gibt und auch mega viel Motivation. Ich finde, ja, wenn man sich so neue Ziele setzt und irgendwie hat man so einen Fresh Start, macht das immer schon ziemlich Spaß. Und bei der Zielsetzung gehe ich dann folgendermaßen vor. Ich splitte meine Ziele in unterschiedliche Kategorien bzw. teile die auf. Die allererste sind Ziele, die wirklich für das gesamte Jahr gelten, bei denen man erst am Ende des Jahres feststellen kann, so habe ich das jetzt erreicht. Zum Beispiel war es zum letzten Jahr mein Ziel, dieses grüne Journal, was ich schon eine ganze Weile lang habe, bis zum Ende des Jahres voll zu schreiben. Und ich denke, mit meiner Neujahrsreflexion könnte ich das auch schaffen. Und das ist eben ein Ziel, was man erst am Ende des Jahres sozusagen erreicht haben kann. Und da habe ich eben einige Ziele, die eben für das gesamte Jahr oder bis zum Ende des Jahres gelten. Sehr sinnvoll finde ich persönlich es auch, wenn ich nicht nur meine Ziele, also die Endergebnisse festhalte, sondern auch meine Gewohnheiten, neue Gewohnheiten, die ich zu meiner persönlichen Alltagsroutine etablieren möchte oder Gewohnheiten, die ich wöchentlich, monatlich durchführen will, an denen ich arbeiten will, Tag für Tag. Und nicht nur das Endergebnis,
Endergebnis erreichen will, sondern oft gehört zu einem guten, erfolgreichen, glücklichen Leben eben nicht nur diese Erfolge und Endergebnisse zu feiern, sondern auch die kleinen Schritte, die mich dahin bringen. Teilweise sind die nämlich fast noch wichtiger als wirklich das Ziel am Ende, was ja meistens nur einen kleinen Teil dieser Arbeit, die auf dem Weg dahin liegt, darstellt, sondern viel cooler ist es, wenn man irgendetwas geschaffen hat, was vielleicht sein Leben positiv beeinflusst hat, und das tun Routinen und Gewohnheiten meistens. Gute Gewohnheiten sind super wichtig und sinnvoll, um an seine Ziele zu gelangen, weil wenn man eine Routine hat und seine Gewohnheiten regelmäßig durchführt, was ja dann eine Routine ist, ist es viel, viel einfacher, weiterhin langfristig an seinen Zielen zu arbeiten und sich nicht nur auf Motivation zu stützen, sondern eben diese Disziplin in seinen Gewohnheiten durchzuziehen. Auf Skillshare gibt es einen super Kurs zum Thema, wie man sich bleibende Gewohnheiten aufbaut und diese langfristig durchzieht und damit eben auch langfristig produktiv und effektiv arbeitet. Wie jedes Jahr arbeite ich stets daran, immer Neues zu lernen, mich weiterzubilden, mich persönlich herauszufordern, neue Dinge zu lernen, auszuprobieren. Und wenn das auch eines eurer Ziele ist, kann euch Skillshare super dabei unterstützen. Skillshare ist eine Online-Lernplattform mit tausenden von inspirierenden und coolen Kursen, mit denen du dich persönlich weiterentwickeln kannst, wachsen kannst, neues Wissen aneignen kannst und neue Skills und Fähigkeiten lernen kannst. Skillshare ist also eine super Möglichkeit, um 2023 in dich selbst zu investieren, Neues zu lernen und auszuprobieren. Von Fotografie zu Grafikdesign, Webentwicklung, aber auch Marketing, Management oder Selbstständigkeit. Es gibt super viele verschiedene Kategorien bei Skillshare mit praktischen Online-Kursen. Ich habe mich in der Weihnachtszeit zum Beispiel auch daran gemacht, mein Handlettering zu verbessern mit einem Anfängerkurs bei Skillshare. Handlettering für absolute Beginner von Tanja Meyer, weil ich in letzter Zeit total viel Spaß daran gefunden habe, mich ein bisschen kreativer auszuleben, und habe damit Weihnachtskarten für meine Family gestaltet. Der Handlettering-Kurs war auch einer der deutschsprachigen Kurse, die es jetzt neu bei Skillshare gibt und die auch immer weiter ausgebaut werden. Alle anderen Kurse könnt ihr euch natürlich auch mit deutschem oder anderssprachigem Untertitel ansehen. Und perfekt zum Start in das neue Jahr können die ersten 1000 Personen, die sich unten über den Link bei Skillshare anmelden, einen Monat lang Skillshare kostenlos testen. Da habe ich eben einige Ziele, die eben für das gesamte Jahr oder bis zum Ende des Jahres gelten. Dann habe ich aber auch Ziele, die ich zum Beispiel bis zur Hälfte des Jahres geschafft haben will oder eben auch quartalsweise oder was. Ich habe immer zu jedem Monat mir so ein paar neue Ziele für den Monat gesetzt. Vielleicht Sachen, auf die ich mich wieder neu besinnen wollte, weil sie ein bisschen im letzten Monat auf der Strecke geblieben sind. Das ist ja total normal. Man kann das natürlich auch quartalsweise machen oder für ein Halbjahr, wie ich gesagt habe. Und dazu habe ich auch direkt noch eine richtig coole Ankündigung für euch. Und zwar machen Vanessa und ich eine kleine Podcast-Collaboration. Wir werden so ein bisschen kollaborieren und es wird jeden Monat eine Folge von uns zusammen geben. Also hoffe ich, ihr freut euch da mega dolle drauf. Es gibt ganz bald die erste Folge dazu und mehr Ankündigungen dazu gibt es dann auch auf Instagram. Da werde ich euch immer auf dem Laufenden halten, aber das schon mal als kleiner Teaser. Wenn ich euch schon meine Zielliste auf Notion zeige, dachte ich, es wäre auch die perfekte Gelegenheit, um euch generell zu zeigen, wie ich Notion nutze, um mein Leben, meine Arbeit, auch die Uni zu organisieren. Ich finde nämlich, Notion ist dafür das perfekte Tool. Für mich ist Organisation echt das A und O in meinem Leben. Das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber alles andere stresst mich einfach. Ich muss organisiert sein. Auch in der Uni hat mir das immer mega viel geholfen. Ich werde euch mal eines meiner Uni-Organisationsvideos, wie ich Notion benutze in der Uni, unten verlinken und auch hier oder hier bei dem i verlinken, weil momentan gehe ich ja nicht zur Uni und habe keine Vorlesungen. Deswegen kann ich euch nicht zeigen, wie ich mich in der Uni organisieren würde. Aber im nächsten Jahr kommt dann auch wieder mehr Vorlesungs-Uni-Content, nachdem ich meine Bachelorarbeit fertig geschrieben habe. Aber ich finde es einfach so praktisch, weil man kann einfach alles machen und alles irgendwie sich selbst sinnvoll organisieren. Weil das Wichtigste beim Organisieren ist nicht, dass es irgendwie schön aussieht oder dass ihr das so macht wie ich, sondern dass ihr damit gut klarkommt, ihr damit gut arbeiten könnt und das für euch irgendwie logisch und sinnvoll und übersichtlich ist. Für meine Home-Seite, die ich täglich im Alltag nutze, um mich zu organisieren, habe ich euch ein Template erstellt, wo ihr so ein bisschen einen Überblick habt, wie ich mich organisiere oder wie man sich organisieren kann. Natürlich könnt ihr das auch super einfach dann auch darauf anpassen, was ihr gerne wollt. Und oben rechts muss es irgendwie die Funktion geben, dass ihr das für euch duplizieren und damit dann halt für euch nutzen könnt.
Und ich habe das eben unterteilt in meine Wochenübersicht mit den täglichen To-Dos und auch allgemein für später To-Dos, meine Habits, ein paar Intentionen, die man sich hin und wieder mal durchlesen kann. Und ich organisiere auch gern, was ich kochen will und backen will und um dann auch meinen Einkauf zu organisieren. Ich habe euch auch so eine Legende angefertigt, weil ich gerne in unterschiedlichen Farben mir meine To-Dos markiere, einfach damit man einen besseren Überblick hat. Das könnt ihr dann natürlich löschen, wenn ihr euch da eure eigenen Farben ausgedacht habt. Und To-Dos für später gibt es auch. Neben meiner Home-Seite habe ich natürlich auch noch einige andere Pages, wie meine Content-Page, Wishes, also Geburtstagsideen oder Weihnachtsgeschenkideen, meine Podcast-Notizen, dann meine Zielliste, die hatte ich euch ja schon gezeigt, für mein neues Apartment, Geschenkideen für Freundinnen und Family und auch eine Buchliste, die dringend mal überarbeitet werden muss. Und für die Uni-Zeit hatte ich auch einen Lernplan auf Notion, da habe ich auch ein Template für euch, falls euch das was bringt. Als meinen Kalender benutze ich persönlich Google Kalender, weil ich das super praktisch finde. Dort kann man auch verschiedene Kategorien an Kalendererinnerungen erstellen, wie zum Beispiel Geburtstage. Dann habe ich was für Instagram, was für YouTube-Videos. Für Podcasts könnte ich eigentlich auch noch erstellen und dann halt private Termine und Erinnerungen. Und so finde ich das super übersichtlich und praktisch mit den ganzen Farben. Und man kann natürlich auch Termine mit anderen teilen. Eine Routine, in die ich unbedingt wieder reinkommen will, ist eine Sportroutine. Ich finde, das ist einfach die schwerste Routine, wieder anzufangen. Auch wenn man eigentlich weiß, wie gut es einem tut. Aber ja, es ist jetzt echt schon seit Anfang November. Und seitdem habe ich irgendwie zweimal Sport gemacht. Deswegen müssen wir uns jetzt einfach zusammenreißen und einfach mal wieder anfangen. Ich wollte mal noch ein paar Tipps mit euch teilen, die mir immer dabei geholfen haben, wieder mit Sport anzufangen, wenn ich irgendwie mal eine Low-Phase hatte oder neu in eine Routine reinkommen musste. Und das allererste, woran man denken sollte, ist, was ist dein Warum? Warum willst du Sport machen? Und erinnere dich daran immer wieder, bevor vor deinem Training oder wenn du eine unmotivierte Phase hast, warum machst du das? Willst du dich gut fühlen? Willst du dich vielleicht auspowern? Willst du vielleicht deinen Kopf abschalten und mal richtig aus der Puste kommen und an nichts anderes denken als an das, was du gerade machst? Also es gibt ja so viele, oder willst du dich entspannen, wenn du Yoga machst? Und dich stretchen, willst du dich in deinem Körper gut fühlen und irgendwie an deiner Dehnung arbeiten, damit du gelenkiger bist? Was ist dein Ziel, beziehungsweise was ist dein Warum? Und auch an das gute Gefühl zu denken, weil meistens fühlt man sich zumindest nach dem Training einfach so unglaublich gut. Und dieses Gefühl sollte man in sich speichern und auch besonders darauf achten, wenn man dieses Gefühl hat, und versuchen, das zu speichern für demotivierte Phasen. Ich achte auch immer darauf, zu überlegen, worauf habe ich Lust. Für mich ist Abwechslung beim Training das A und O. Ich kann nicht ständig das Gleiche machen und bei mir ist es auch phasenweise anders. Anfang des Jahres in Norwegen war ich voll das Gym-Girl, dann jetzt in Portugal habe ich nur Yoga gemacht und jetzt bin ich wieder bei meinen Homeworkouts angekommen. Aber Hauptsache, ich bewege mich. Es kann auch viel zusätzlichen Spaß und Motivation bringen, wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen Sport macht und sich gegenseitig auf Trab hält oder halt auch Teamsport zu machen oder in so eine Class zu gehen, also keine Ahnung, Spinning-Class, Yoga-Class, Pilates-Class oder halt auch so Bauchbeine-Po, was es im Gym ja oft gibt. Vielleicht motiviert dich das, wenn sozusagen die Zeit festgelegt ist und du gar nicht selbst darüber nachdenken musst, welche Übungen du jetzt machst. Und zu guter Letzt ist mir auch immer wichtig zu erwähnen, dass vor allem im Winter habe ich einfach keine hohen Erwartungen an meine sportlichen Ziele. Mein Ziel ist es eigentlich wirklich einfach regelmäßig was zu machen und keine Ahnung, 4-mal die Woche, 5-mal die Woche mich zu bewegen. Sei es nur 15 Minuten und dann nochmal 10 Minuten dehnen, ist immer noch besser als nichts und ich fühle mich dann gut. Und eher im Sommer habe ich dann vielleicht Ziele, die mich motivieren und pushen. Und das kann halt einerseits helfen, aber manchmal bringt einen das auch eher dazu, dass man gar keine Lust drauf hat, weil man einem das zu schwierig vorkommt, an diesen Zielen zu arbeiten. Deswegen, ich bin eher im Sommer jemand, der sportliche Ziele hat. Und im Winter ist mein Ziel einfach nur durchzuhalten und durch den Winter zu kommen. Wenn wir schon mal bei Neujahrszielen und Gewohnheiten sind, wollte ich euch auch nochmal kurz erzählen, dass ich ja auch so eine Habit-Tracker-Vorlage habe. Ich habe die hier ausgeschnitten, damit ich die in mein Journal kleben kann. Aber das ist so ein Tracker, mit dem man jeden Tag ein Kästchen ausfüllen kann. Hier kann man verschiedene Habits, also Gewohnheiten, eintragen. Sei es lesen, spazieren gehen, genug Wasser trinken. Und dann kann man eben immer abhaken oder ausmalen. Leni! Bubu, komm rein! Hi! Ja. Und dann kann man eben immer abhaken oder ausmalen oder ankreuzen, wenn man das geschafft hat an diesem Tag. Ist eine gute Möglichkeit, damit man sich selbst responsible hält und eben auch einen guten Überblick darüber hat, wie
inwieweit man an seinen Gewohnheiten arbeitet und in seinen Routinen ist und somit auch an seine Ziele kommt. Stimmt's? Vor lauter Kuscheln habe ich vergessen, mich von euch zu verabschieden, aber ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und auch motivierend. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr unten abonniert, falls ihr das noch nicht seid, und dem Video einen Daumen nach oben gebt, um mich zu supporten. Und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch zusammen und auf neuen Content, und ich hoffe, ihr auch. Und bis ganz bald, ihr Lieben.